Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ab Oktober, ich weiß nicht, wann der Vlog online kommt, gibt es nämlich wieder zweimal die Woche ein Video. Ich freue mich total darauf. Ich habe mir jetzt im August so ein bisschen YouTube-Pause genommen, sage ich mal, und ein Video die Woche online gestellt, damit ich richtig motiviert dann in die Oktober, November, Dezember Monate starte und richtig guten Content raushauen kann für euch. In dem Vlog wollte ich euch so ein bisschen mitnehmen, so ein Living Alone Diary, weil Jakob ist diese Woche in Leipzig. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es mir nicht ganz so einfach fällt, alleine zu sein, gerade dieses Jahr, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann nicht ganz so gut mit mir alleine sein und mit meinen Gedanken, weil ich dieses Jahr eben so ein bisschen Probleme hatte mit meinen Gedanken und oftmals in so ein negatives Gedankenkarussell reingekommen bin. Und ich habe das aktuell richtig gut in den Griff bekommen, sage ich mal, oder richtig gut überwunden, dadurch, dass ich mich mehr mit mir selber beschäftige, also dass ich ein Quiet Morning mache, dass ich weniger Social Media konsumiere, dass ich Journal angefangen habe, dass ich meditiere, dass ich jeden Tag zur selben Uhrzeit aufstehe, außer am Wochenende. Das ist wirklich voll der Game Changer für mich gewesen. Ich habe das vor 2-3 Wochen angefangen, dass ich jeden Tag mir nur einen einzigen Wecker stelle, um 7 Uhr, und dann sofort aufstehe. Ich lege mich nicht mehr ins Bett, ich mache nicht die Schlummertaste an. Stehe um 7 Uhr auf, egal wie müde ich bin, außer am Wochenende. Am Wochenende mache ich mir keinen Wecker an. Und das hat mir so gut getan. Also ich merke einfach, wie ich bin voll der Routine-Mensch und ich brauche das einfach. Auch wenn ich keine Uni habe, ich brauche das so dringend. Und jetzt bin ich alleine und ich wollte mit euch so ein bisschen cozy Zeit verbringen. Wollte euch so ein bisschen mitnehmen, wie ich meine Zeit alleine verbringe. Und ich freue mich total auf den Vlog. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich möchte auch so ein bisschen cozy Herbst-Vibes verbreiten, weil ich bin so richtig in Herbststimmung schon. Und das Wetter ist jetzt auch richtig herbstlich geworden. Ich freue mich richtig. Es ist jetzt 5:30 Uhr am Abend. Ich habe Jakob vorhin zum Bahnhof gebracht. Der ist jetzt losgefahren. Und ich glaube, ich ziehe mich jetzt um, weil ich entweder ins Fitness gehen wollte oder eine große Runde spazieren. Ich brauche das irgendwie einfach Bewegung vor der Abendroutine, weil mir das richtig gut tut. Und da ich noch richtig Muskelkater habe vom Training gestern, ziehe ich mir, glaube ich, einfach mal meine Sportsachen an, gehe raus, gehe eine Runde spazieren und schaue, ob ich Lust habe auf Sport. Und sonst gehe ich einfach spazieren. Deswegen ziehe ich jetzt mal meine Sportsachen an. Ich crave aktuell extrem, neue Sachen zu lernen. Mir fehlt es einfach, jeden Tag irgendwas Neues zu lernen. Ich brauche irgendeinen Ausgleich zu Social Media. Deswegen habe ich mir jetzt ein paar Bücher bestellt und ich wollte die euch mal zeigen. Also ich habe euch schon öfter erzählt, dass mir Psychologie und alles, was mit Gedanken zu tun hat, extrem interessiert. Ich mag das einfach herauszufinden, wie Gedanken entstehen, wie Glaubenssätze entstehen. Und deswegen dachte ich mir, ich bestelle mir ein paar Bücher und arbeite ein bisschen durch, weil für was? Also man braucht nicht unbedingt ein Studium, um in irgendwas gut zu werden oder um sich irgendwas anzueignen, weil es gibt so viel mittlerweile. Man kann Hörbücher, Podcasts, es gibt Skillshare, es gibt so viel. Und da habe ich mir jetzt einmal dieses Buch bestellt, Meine Reise zu mir selbst. Das sind auch so, man kann da sich einfach so ein bisschen durcharbeiten. Bin ich sehr gespannt. Dann Das Kind in dir muss gar nichts. Ich habe Das Kind in mir muss Heimat finden oder Das Kind in dir muss Heimat finden auch gelesen. Bin super gespannt darauf. Das wollte ich auch durcharbeiten. Und dann habe ich noch The Work von Brian Katies. Das ist eine bekannte Methode für Gedankengänge. Da gibt es auch verschiedene Sachen, die man durcharbeiten kann. Also auch richtig cool. Ich habe mir dafür auch einen Block gekauft mit solchen Abschnitten und wollte das jetzt mal richtig anfangen durchzugehen und neue Erkenntnisse für mich zu gewinnen, aufzuschreiben. Ich wollte euch nur was zeigen. Tada! Es ist total aufgeräumt. Es sieht jetzt irgendwie auf der Kamera überhaupt nicht so aus, aber ich habe meinen kompletten Kleiderschrank aufgeräumt. Ich bin very proud. Sieht jetzt irgendwie auf der Kamera wirklich total unordentlich aus, aber es ist alles sehr sauber eingeräumt. Ich höre aktuell wieder ein Hörbuch auf BookBeat, auch zum Thema Psychologie. Also das ist, ich schreibe euch mal irgendwo hierher, was es für ein Buch ist. Und es kommt auf jeden Fall noch ein Recap oder beziehungsweise eine Buchempfehlung dazu, aber da geht es um eine Psychotherapeutin, die
also die Sitzungen mit ihren Klienten beschreibt. Und ich finde das richtig interessant. Also genau das ist eigentlich voll mein Genre, was mich richtig interessiert. Weißt du, was du wirklich willst, heißt das. Und das höre ich jetzt, während ich spazieren gehe. Kurz Zeit nehmen, gerade so eine Viertelstunde, um mich so ein bisschen in das Buch einzuarbeiten. Ich habe mir Leuchtstifte geholt und einen Stift und wollte meine Erkenntnisse aufschreiben. Ich habe mich tatsächlich schon lange nicht mehr so entspannt gefühlt, wie als ich jetzt das Buch durchgearbeitet habe. Ich habe mir immer gedacht, ich bin ein Mensch, ich brauche es zu lernen, weil ich einen Erfolg haben möchte mit den Prüfungen oder weil ich irgendeine Aufgabe brauche. Aber ich habe gerade realisiert, als ich das gemacht habe, weil das ist ja jetzt nicht wirkliches Lernen, also klar, ich lerne über Themen, aber es ist jetzt nicht Studieren. Und ich habe gemerkt, dass mich das so entspannt, weil ich mir dann einfach Zeit für mich nehme, weil ich das so ein bisschen romantisiere mit Kerze an, Hintergrundmusik. Und das ist für mich voll entspannt. Und das habe ich gerade so ein bisschen realisiert, dass mir das Studium gegeben hat. Diese entspannte Zeit für mich selber, wo ich mich nur auf ein Thema konzentriere. Also es war super entspannt. Ich möchte das jetzt unbedingt jeden Tag ein bisschen machen. Ich bin super gespannt, auf was für Erkenntnisse ich komme. Ich sag euch dann weiter Bescheid, aber jetzt habe ich richtig Hunger. Ich habe jetzt einfach eine Stunde an dem Buch gesessen. Ich habe davor, glaube ich, gemeint, dass ich eine Viertelstunde machen möchte, aber die Zeit ist verflogen. Es war richtig entspannt. Ich koche jetzt was, gehe dann duschen und dann schaue ich mal, worauf ich Lust habe. Gibt es irgendwas Besseres, als wenn man noch Reste zu Hause hat? I doubt it. Ich habe hier einmal Reste vom Inder, weil wir am Freitag beim Inder bestellt haben mit Jakobs Familie. Das ist nur ein bisschen. Und dann haben wir gestern, was war das nochmal? Das war das hier, Filo Samosas mit würziger Kichererbsenfüllung. Das hier. Und ja, das wärme ich mir. Wir haben auch da noch so ein bisschen Reste von der Füllung. Ich mache mir das jetzt einfach warm und dann habe ich ein perfektes Abendessen. Yay! Nom nom! And I missed the days when I was young and naive. Ja, denn schon! The classic Christian move. It's God. God told me you're not the one for me. Yeah. Oh, wow. Did you really? Mm-hmm. Honestly, I don't know that I have an answer for him because I literally don't even remember. In every window I look through, and I don't miss you. You're not in every single thing I do. I don't think we're meant to be, and you are not a missing piece. But I don't think I find it, 'cause only you could feel this empty space. I wanna tell all my friends, but I don't think they would understand. Beside it, 'cause only you could feel this empty space. Oh, my heart's been stolen. You took me back and signed you were. I was unbroken. Now you're all I want, and I knew it from the very first moment. Don't be scared.
say the words. I don't know why I should care, 'cause here I am, I'm giving all I can. What all you ever do is mess it up. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear to get in half of you, just ain't enough. So, ich schalte jetzt einen Wecker ein. Es ist jetzt 10 nach. Ich war gerade Zähne putzen und mich abschminken und so weiter. Und ich gehe jetzt schlafen. Ich glaube, ich mache noch irgendwie eine Folge an von irgendeiner Serie und schlafe mit der ein. Und ja, das war's dann. Wir sehen uns morgen. Da ich gestern, also Sonntag mache ich ja meistens einen richtig krassen Clean-up in der Wohnung und das habe ich gestern nicht gemacht, weil ich die Zeit mit meiner Familie hier verbracht habe. Was aber nicht schlimm ist, weil ich habe ja auch den Montag, wo ich das machen kann. Und deswegen mache ich jetzt erstmal ein Clean-up. Also es sieht jetzt nicht krass aus in der Wohnung, aber einfach so ein bisschen putzen. Ich möchte das Bad putzen, einfach alles putzen. Und mache mir nebenbei einen Podcast an, aber jetzt werde ich kurz mal wach, mache mir einen Kaffee und ja. Ich weiß nicht, wieso ich eine Brille auf habe. Ich wollte nämlich gerade rausgehen. Ich habe jetzt den ganzen Vormittag am Video geschnitten. Irgendwie dauert das immer länger, als man denkt. Ich schreibe immer so Videoschneiden auf meine To-Do-Liste und dann sitze ich da 5 Stunden und bin so, oh mein Gott, die Zeit verfliegt halt immer beim Videoschneiden extrem. Ich habe jetzt spontan mit einer Freundin ausgemacht und dass wir auf ein Coffee-Date und Cake-Date gehen. Ich wollte euch mein Outfit zeigen. That's my fit. Ich liebe aktuell solche oversized Shirts. Das T-Shirt ist von Pull & Bear. Die Hose ist von H&M und ich habe hier noch so eine Brille auf. True Heart Place. Well, it's like an old, what it was adapted to. So, ich sehe gerade, ich bin ziemlich blass. Ich habe nicht in den Spiegel geschaut. Mir ging es jetzt auch gar nicht so gut, deswegen habe ich mir so einen richtig fetten Pulli angezogen. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich sehe gerade auch, dass ich gar keine Farbe mehr in meinem Gesicht habe. Aber ich mache mir jetzt mal was zum Essen, weil ich glaube, ich habe heute zu wenig gegessen. Und werde jetzt ruhig machen, alles chillig angehen, gar nicht mehr an irgendwas denken. Und werde den Abend richtig, richtig ruhig angehen. Also es kocht gerade alles, ich schaue nebenbei YouTube-Videos und entspanne jetzt gleich mehr. Ich muss dann auch noch duschen gehen, meine Haare waschen. Ich esse jetzt aber, glaube ich, erstmal was, weil ich glaube, I need some Vitamine. I don't know. Nom nom. Ich habe meinen Koffer gepackt. Ich glaube, ich habe euch noch gar nicht erzählt, dass ich morgen nach Köln fahre. Habe ich das schon? Ich glaube schon. Mir geht es übrigens jetzt auch viel besser. Das Essen hat sehr gut getan. Ich war jetzt auch noch schnell ich zoome gerade richtig ran. Jetzt mache ich mir eine Gesichtsmaske. Ich habe gerade schon eine Haarmaske draufgegeben, meine Haare geölt und ich mache jetzt eine Gesichtsmaske und meine Nägel neu und schaue währenddessen Gilmore Girls. So, ich habe jetzt meine Mozart-Frisur gemacht. Ich habe mich ready gemacht. Mir geht jetzt viel, viel besser schon. Ich freue mich total auf die Fahrt morgen. Mein Koffer ist gepackt. Alles ist vorbereitet. Es ist jetzt 18 nach 10. Wecker ist gestellt. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Vlog wieder. Ich freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Bye!